Ja, wir haben schon seit mehreren Jahren einen Christbaumverkauf und machen jetzt das Christbaum selber sägen seit einigen Jahren. Und das nimmt immer mehr Beliebtheit bei den Familien an. Das ist ganz einfach. Die Leute, die kommen zu uns an den Hof und hier ist ein Christbaumbähnle und das Bähnle fährt dann aufs Feld raus. Draußen bekommen die Leute dann eine Säge und dürfen durch die Anlage gehen, dürfen sich ihren Traumbaum raussuchen. Also der größte Teil ist die Nordmantanne, das ist der beliebteste Baum, weil er einfach weiche Nadeln hat und einen sehr schönen Wuchs hat. Und für so einen zimmerhohen Baum muss man schon so zwischen 9 und 10, 12 Jahre rechnen. Ja. Naja, Bäume insgesamt in der Kultur entstehen sehr viele. Das werden ungefähr sein, vom Kleinen bis zum ganz Großen werden das ungefähr 50.000 sein. Ja, die letzten Jahre haben wir es natürlich immer noch ganz toll gehabt. Wir haben ein Lagerfeuer gehabt, wo man sich dann die Hände wärmen hat können. Es hat einen Kinderpunsch und einen heißen Mosch gegeben. Es hat eine Grillwurst gegeben, wo man am Feuer grillen hat können. Und es war einfach ein schönes Familienevent für die ganze Familie und hat immer mehr Beliebtheit angenommen. Und leider sind wir dieses Jahr mit Corona eingeschränkt und müssen das Ganze ein bisschen reduzieren. Ja, so die Durchschnittsgröße ist so 1,80 in etwa, das ist der gängigste. Aber wir haben auch Kunden, die sägen sich einen 3,5 Meter Baum raus oder sägen sich einen Baum raus, der 2 Meter breit ist. Wir haben alles und das ist das Tolle. Also am besten ist, der Baum ist jetzt natürlich frisch geschnitten, wenn sie es haben. Toll ist, wenn wir den jetzt noch in Wasser reinstellen können, in den Kübel mit Wasser. Und wer es ganz perfekt machen will, und er hat dann im Wohnzimmer noch einen Christbaumständer mit Wasser drin, oder er tät mit einer Sprühdose noch ein bisschen ansprühen, dann hat man sehr viel Freude am Christbaum.